Moin Leute, hier geht's weiter mit der Access-Zimmervermietung. Der erste Teil ist geschafft. Man kann neue Reservierungswünsche abspeichern und über den Kalender grafisch anzeigen lassen. Kalender und das Anlegen der Datensätze funktionieren unabhängig voneinander. Der Kalender ist recht kompliziert anzulegen und ist dann wohl eher nur was für die, die es ernst meinen mit Access. Es müsste dann noch ein Teil kommen über Abschluss und Abrechnung der Buchungsvorgänge. So, und dafür werde ich in meiner Tabelle Buchungen eine Spalte anhängen für die Zimmerpreise pro Nacht. Ein neues Feld vom Typ Währung mit Standardwert 25. Jetzt kann ich auch das Feld in das Formular hinzufügen. Jetzt möchte ich einen Bericht erstellen, was dann als Rechnung oder Quittung ausgehändigt werden oder abgeheftet werden kann. Über den Reiter Erstellen finde ich die Berichte und den Berichtsentwurf, nehmen wir den mal. Und nun kann ich den Bericht mit eine Datenquelle verknüpfen. Da ich nur die Tabelle Buchungen habe, die alle meine Informationen enthält, wähle ich hier die Datensatzquelle Buchungen. Dann kann ich aus der Feldliste die erforderlichen Felder einfügen. So, die Beschriftungen der Felder habe ich kurz angepasst.
und schalte um in die Berichtansicht. Jetzt haben wir hier für jeden Datensatz halt die Berichtsausgabe der bekannten Felder. In den Seitenkopf habe ich hier noch eine Überschrift reingegeben. Und nun kommt die Zusammenrechnung des Gesamtpreises. Soll heißen, man kann hier auch berechnete Textfelder einbauen. Das wird dann der Gesamtbetrag. Das Feld bekommt das Format für Euro. Und beim Steuerelement Inhalt schreibe ich dann die Formel zur Berechnung des Inhalts rein mit gleich. Bekannte Felder aus der Tabelle werden in eckige Klammern gesetzt. Das wäre dann Dauer mal den Preis. Drei Nächte mal 25 wären 75 Euro. So, da ich als Datensatzquelle direkt die Tabelle genommen habe, bekomme ich hier alle Datensätze aus der Tabelle als Ausgabe im Bericht. Und würde ich jetzt auf Drucken schalten, dann würden auch alle Datensätze ausgedruckt werden. Deswegen müssen wir das hier ein bisschen anders machen. Und zwar den Bericht aus dem Formular heraus aufrufen und die Informationen mitgeben, welcher Datensatz gedruckt werden soll. Da brauchen wir eine Schaltfläche. Und dann brauchen wir ein Ereignis, was beim Bestätigen der Schaltfläche ausgeführt wird. Es geht sicherlich auch über Makros, bin ich aber nicht so vertraut mit. Deswegen lieber als VBA-Code. Einen Bericht kann ich aufrufen über DoCMD. Open Report. Dann gebe ich den Namen des Berichts an.
Durch Komma werden die einzelnen Parameter hier getrennt. Als ersten Parameter nehme ich AccessViewDesign. Nein, AccessViewPreview. Wenn man das weglässt, dann wird der Bericht unter Umständen gleich ausgedruckt, falls der Drucker an ist. Filternamen gebe ich nicht an, aber hier die Where Condition. Hier kann ich jetzt die Nummer, die Buchungsnummer übergeben. Buchungsnummer ziehe ich hier aus dem Textfeld Buchung. Und das Wort Buchung hier bezieht sich auf die Spalte in der Tabelle. So, das reicht. Versuche ich jetzt mal die Rechnung für Klaus zu erstellen. Ja, das funktioniert. Das könnte ich jetzt überdrucken, dann an meinen Drucker schicken. Oder eben auch noch als PDF-Datei abspeichern.